Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ion. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, eine Idee von Bad Stevie. Bad Stevie, erklär mal, was machen wir? Wir werden heute die mit Relikten der Ahnen die Obelisken ansteuern in Acheron und werden die Bossmonster beschwören. Wow. Das hört sich episch an. Ist es auch. Ah, und man kriegt auch nur epischen Loot. 50-50, ja. Was heißt 50-50? Ich weiß die genauen Droprate nicht. Also es ist bei uns nicht immer eine Waffenkiste rausgekommen, aber häufig. Aber das ist dann auch nur episch, da gibt's nichts Mythisches. Ich habe nichts Mythisches bisher gesehen und auch auf NA noch nichts Mythisches erfahren, dass jemand das getroppt hat. Aber man sollte sich mit dem zufrieden geben, was da ist. Das sowieso, immer. Okay, dann wollen wir mal zu den anderen hin. Die sind schon vorgelaufen. Die haben mich mit meiner Aufnahme hier alleine sitzen lassen. Nein. Sag das nicht. Thomas, möchtest du die Urte so ablaufen, wie diese gepostet hast? Ja, weil da... Ja, hätte ich auch gesagt. Genau, wahrscheinlich das ist die richtige Ding. Und dann laufen wir unten rum und dann können wir am Norden. Richtig. Ich bin bei euch. Ist das schön? Juhu. Juhu. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja. Go, go, Power Ranger. Krasse Moped raus. Wo habe ich denn mein Pferdchen? Ach, da. Im Stall? Ich hoffe ja nicht. Das Tier ist Moped haben. Habe ich gegen Kamel eingetauscht. Für wie viele Jungfrauen? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Wieso? Das Kamel ist doch noch Jungfrau. Was? Oh je. Contenance. Ach. Hier war ich noch nie. Contenance. Wir und Contenance. Vielleicht ist ein Fremdwort. Kurz vor Obelisken, bleibt man da mal ganz kurz stehen. Wer den Obelisken noch nicht betreten hat, der hat den auch nicht auf der Karte, wie ich vorhin vom Wieso erfahren habe. Wenn der Obelisk so aussieht mit diesem Stein, der da drüber ist, dann ist er noch unberührt. Ich habe, glaube ich, im Kopf, der Wieso rennt natürlich vor, ich habe natürlich im Kopf, dass die Obelisken, glaube ich, nach 6 Stunden dann resetten und der Stein wiederkommt. Wenn wir das jetzt aktivieren, was der Wieso jetzt gleich als erstes machen wird, ui, dann wird der Obelisk verschwinden und das Bossmonster kommt raus. Das Bossmonster darf die Plattform nicht verlassen, sonst, ich glaube, es despawnt oder es resettet ganz einfach. Ich habe es nicht ausprobiert, weil es einfach zu gefährlich war und die Dinger viel zu viel wert sind. Schafft man das Ganze denn in der Sechsergruppe? Das Ganze schafft man sogar in der Vierergruppe, wenn genug Damage da ist. Allerdings ist eine Sechsergruppe einfach viel sinnvoller, weil die Dinger erstens, wie gesagt, viel wert sind, zweitens sehr selten droppen. Und ja, bei einer Sechsergruppe, ne, können viel mehr Leute eine Waffe rausziehen. Dann ist es einfach Verschwendung, meiner Meinung nach, dass halt nur 4 Leute da sind. Das können 3 Leute machen. Also stellen wir uns alle auf die Plattform. Wir stellen uns alle auf die Plattform, ziehen das, also der Tank, was in dem Fall wahrscheinlich Nirvana machen wird, zieht das Ding von sich weg, wird geheilt von Ishina, die Bällchen, und wir schießen dem halt von hinten drauf. Alles klar. Ich bin gespannt. Also stelle ich mich zu euch. Also wieso würdest du das erste aktivieren? Du gehst siehst das Zahnrad und dann geht's los. Okay, und dafür braucht man das Relikt der Ahnen. Nirvana zieht es nach hinten zum Felsen hin, aber nicht die Plattform verlassen. Der schmeißt dich auch raus, wenn es der Frosch ist. Also musst du vorsichtig sein, wieder rein. Display kann dann auch ganz gut sein. Also theoretisch kann man das auch zu 3 machen. Kann man das auch zu dritt machen, richtig. Wenn nicht gerade der Assaboss da ist. Jetzt mal gucken, was okay, der es kann. Kommt, es kommt. Hilfe. Hoffentlich ist es der Assa. Und los! Ich auch. Ein Monster der alten Zeit der Frosch, ist erschienen. Der Frosch. Ich weiß es doch jetzt schon. Ja, nee. Ja, gut, was ist das? Ich aber. Und los geht's. Destructo. Und sehen das alle im Chat, dass sowas erschienen ist? Also nicht, dass die Asmus jetzt um die Ecke geschossen kommen. Ich glaube, es wird im Chat erwähnt, dass ein Bossmonster erschienen ist. Allerdings. Oh, ihr werdet es nicht glauben, aber ich krieg einen Anruf. Nein, da gehe ich nicht ran. Nein, nein, wieso? Du kriegst keinen Anruf. Soll ich das warte, hier? Nee, hört man nicht, oder?
die Vibration. Mhm. Okay. Los, schalt live. Ich will auch sehen. So schlimm ist der gar nicht. Nee, der ist okay. Der Frosch ist schlimmer. Ja, der hier kann. Der kriegt aber trotzdem ganz schön wenig Schaden, also hält ganz schön viel aus. Und den Drachen eigentlich eher nerviger als den Frosch. Aber der macht hier gar nichts hier. Wisst ihr, an wen der mich erinnert? An Dorgel hier, dieser Tuali. Dafür war ich zu selten drin. Ah, der Endboss. Und ich zu besoffen. nicht Dorgel, hier. Ach Mensch, wie heißt das denn? Lades. Im Wald. Lades. Mit den ganzen Kugeln. Ja, ich weiß, wen du meinst. Die Kugel, die ich nicht gefunden habe. Ja, genau. Das ist der große Bruder von ihm. Du hast doch den Tank nicht gefunden. Sorry. Hast dich auch immer vor mir versteckt. Kein Kommentar. Kannst du nur. Und wie man sieht, geht er recht entspannt runter. Ohne ja, Problem. Ist auch nicht schlimm zum Heilen. Nee, also das ist wirklich einfach. Dass es da kein Mythisch gibt, ist klar. Ich denke, die Fähigkeit oder die Schwierigkeit daran liegt, die Relikte zu farmen. Ja. Und soweit ich weiß, spawnt der droppt der 6 Beutel, wo jeder halt eins abbekommt und ein komisches Relikt. Im Sinne von diesem Fokus-Spin. Ich hoffe ja, dass Stigmas rauskommt. Das wäre natürlich. Das wäre nice, wenn sie es angepasst haben. Das wäre optimal. Dann wären wir wirklich in einer Monopolstellung. Nee, glaube ich aber nicht. Also ich glaube schon, dass es irgendwo angepasst haben, weil in Kata sollen ja auch Stigmen rauskommen. Von Kata? Ja. Habe ich gehört. Und es ist immerhin ein Elite 5 Mob, Bossmonster. Achso, du meinst Hyperion. Ja. Ich war jetzt schon wieder bei Nord- und Südkata. Wir vermissen es alle. Unser PvPler, ja. Und ich im Sinne der Anklage. Die Kata kommt wieder. Was? Quatsch. Würde in meinem Sinn liegen. Warum? Ja, in meinem Sinne auch. Kata war so schön. Ja, es sah ganz nett aus, aber was hatte man da? Gar vermisse ich viel mehr. Du kannst wenigstens Kohle machen jetzt. Na gut, aber je mehr Kohle die Leute haben, desto teurer wird alles. Thomas, erst hat der Kopf raus. Nein, ich mach jetzt das. Guck doch mal, was hier Steine bin. Ich hab sie alle. You gotta catch them. Du sagst, du kommst, wenn die Gruppe voll ist. Was ist denn das? Prototyp der Schuhe der Tiefsee? Das muss ich jetzt noch halt kurz erklären. Du guckst gerade rein, wieso? Du wirst wahrscheinlich das Prototypteil sehen. Das Prototypteil braucht man, zur Herstellung. Um diese... Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, kannst du es mal posten? Ich weiß es nicht mehr, wie es sich heißt. Ich kann es nicht posten, ich kann auch nicht irgendwie... Warte mal, doch gar nicht. Das ist dieses Prototypteil, das... genau, der Schapir. Man kann diese Schapir-Rüstung herstellen. Man muss sich diese Muster mühevoll kaufen, indem man das Tiamata-Bazaar einnimmt und dann von dem Händler dort das kauft. Soll nicht so toll aussehen, aber das ist der Prototyp, den man dafür braucht. Ja, wenn ich aussehe wie diese Puschelbärchen, dann brauche ich es nicht unbedingt. Welches Handwerk? Ich glaube Rüstung oder Schneider. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was muss ich mit den ganzen Belohnungsbündeln machen? Du ziehst dir deins raus und muss ich da beziehungsweise ziehst du alle raus, genau, und wir dann Tropfen erst einer, genau, also extra hat, die Bällchen hat eins. Ich passe mal. Okay, Ishi hat. Ich hab keins. Ist nur blöd, wenn alle passen, deswegen haben wir es bei der Ambulanz immer so gemacht, dass wir von oben nach unten jetzt gegangen sind. Jetzt hab ich eins. Okay. Gut, Bisu hat auch. Nirvana hat sich. Ich hab. Haben jetzt alle? Du fühlst noch. Gut, Bettstäbe. Hätte ich auch so gekriegt. Und jetzt kommen die Prototypen. Da ist ein Mana-Stein drin. Der Prototyp, genau. Also, wir haben sie den Leuten immer gegeben,
wer möchte das haben? Ich würfel einfach mit. Ich will den Skin. Willst du nicht? Also, willst du nicht? Also ich nehme ihn, weil ich bin einmal Schneider, ich würde das gerne ausprobieren. Okay. Einfach so. Gut. Ich bin auch Schneider, ich hätte es auch gerne mal ausprobiert, aber aufmachen, der eine Waffe drin nicht hat. So sehr. Na, Stevie, du hast GZ, eine Waffe Stevie. Drin. Na, was hast du? Gut, es kommt ein Combo raus. Ja, ich hab genau auch dasselbe. Einen komischen Mana-Stein. TP 75, Crit 6. So ein Blödsinn. Ja, wartet ganz kurz. Mal gucken, was es für einer ist. Und diese Steine, diese Relikte der Ahnen sind so teuer? Die, also bei mir, als ich angefangen habe, die zu farmen, gleich nachdem Akaron rauskam, wir wussten es ja schon von NA, habe ich, wie gesagt, die ersten so für 200 weggekriegt, waren dann zwischenzeitlich 125 wert. Jetzt habe ich gehört, die sind im 100 Wert Millionen. Gesunken. Allerdings, wenn ich sehe, dass sich so eine Waffe recht gut verkaufen lässt. Auf Tor kosten sie jetzt 15 Millionen. Ja, auf Tor 15 Millionen, da wird es bei uns auch nicht mehr so lange dauern. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Der Thomas hatte uns vorhin schon mal, allerdings müsste es nochmal posten, das zweite, durch den Chat bei mir kann ich es nicht mehr. Dort gibt es mal. Genau, da würde ich jetzt auch als nächstes hingehen. Ah. Weil am Strand ist mir zu unsicher, ist da alle drei Ostbasen gerade blau sind, wird wahrscheinlich irgendeine Gruppe da drüben gerade farmen. Wenn man alle drei blau hat, ist die Chance erstens höher, so ein Ding zu droppen. Beziehungsweise. Achso, wir gehen. Ne, wir kommen da unten nicht durch, wir müssen hier vorne lang. Beziehungsweise sind dann auch die Heiler da. Das heißt, man hat nicht nur die Rekruten zum. Die Rekruten-Mobs, sondern auch noch die Heiler-Mobs. Und man kann halt mit einem Weg. 5 Mobs habe ich immer genommen, mit einmal und habe wieder von vorne angefangen. Und da sind sie immer wieder gespawnt. Die spawnen recht schnell. Ja. Guckt mal, meine lieben Abonnenten. Auch ein Bisu lernt dazu. Finde ich toll. 3 Stunden später und 2, dann ist es halt so, dass man halt auch mal eins droppt. Aber auch wenn man es nicht glaubt. Ich muss auch mal wieder farmen für die uralten Steine. Ja, ich mach's ja eigentlich nur wegen den Kisten mit den uralten Steinen, weil halt auch mal ein MV drin sein kann, ein großer, ne, den man dann recht gut verkaufen kann. Oder, ja, was hat, oh, das größte, was ich drin hatte, war, ich glaube, der MV in Blau und mehrere TP, 105er in Blau oder 100er. Aber nee, die gar nicht so saltengrün. Ja, vor allem, weil du sie ja dürfen musst, dreimal. Und ich kann sie nicht scheiße drehen, das schaffe ich nicht alleine. Ja, so, am nächsten Obelisk angekommen. Wer das Obelisk erstmal betritt, wird dann sehen, ganz groß, Obelisken Westen des Bazaars. Ja. Ja, diesmal ist der nächste dran. Gruppe machen. Allerdings müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Das ist Asmo-Gebiet, also die Asmos sind halt häufig hier zugegen, dass uns nicht irgendeiner... Ich mach auf, Achtung, 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 los geht's. Und... Ein Bums. Monster der alten Zeit ist erschienen. Der Drache. Oh, was ist das? Ein Drache? Der ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, ne? Ja, der ist nervig. Mhm. Der hat diesen blöden Skill, den er dann alle halbe Minute anwendet. Ja, den aber schnell. China? Okay, schon. Ich dachte schon, du bist... Ja, sorry, ich bin etwas müde. Kein Problem. Tyrannica. Da ist er. Ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ihr vorher die Quest annehmen müsst. Meine Schwester heißt Annika. Was? Meine Schwester heißt auch Annika. Wow. Und ihr habt gemein. Doch beide keine Brille. Was? Eins. Das stimmt. Wer hat keine Brille? Also meine Schwester Annika hat eine Brille. Meine nicht. Ach, du meinst, Bisu und ich haben beide keine Brille? Ja. Bisu hat eine Brille. Das kann ja nur ein Ding des Schicksals sein. Also, Bisu hat eine Brille. Oh. Aber du brauchst. Aber LP Bisu nicht. Ich bräuchte eigentlich eine Brille, aber ich will sie nicht. Und ich brauch keine Brille, aber ich habe eine. Oh. Mein Gott, seid doch leise, ihr sterbt nicht, weil ihr eine Brille braucht. Mein Gott.
Da spricht die wahre Prinzregel. Naja, das südländische Temperament kommt wieder mal raus bei Ishii. Das mag ich. Das südländische Temperament. Ja,